Haus in Flammen, Kind und Kindermädchen verbrennen. Kapitel 1. Ins Feuer. Nein. Nein, das kann nicht sein. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play The Evil Within 2 mit mir, dem Pyrus LP. Ja, Leute, wir spielen The Evil Within. Endlich geht es los nach für mich 3 Jahren. Ich habe vor 3 Jahren den ersten Teil gespielt. Und wir sind jetzt hier. Oh Gott! Lily. Oh Gott, Lily! Verdammt. Das Haus ist komplett unter Flammen. Ich glaube nicht mehr, dass wir da reinkommen. Was zum Teufel ist hier überhaupt passiert? Kommt schon. Scheiße! Lily, ich bin hier! Wo bist du? Oh Gott, ist sie etwa oben? Oh nein. Das ist gar nicht gut. Wie konnte das passieren? Keine Ahnung. Ist denn irgendwas? Oh, okay. Da geht's immer nicht weiter. Okay, jetzt ist mir nach oben. Durch. Ja, wenn es nicht dazu zu spät ist, weil ich bin gut. Hier, Lily. Ich bin hier. Hä? Scheiße. Okay, komme ich durch? Nee, komme ich nicht rüber, hä? Ja, genau wie damals. Da hat sich nicht so großartig verändert. Und hier ist jetzt immer. Oh nein. Lily, wo bist du? Ich bin's. Papa ist hier. Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Was? Nur ein böser Traum. Kidman? Hallo, Sebastian. Ist lange her, hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius. Ich bin deswegen hier. Lily. Woher hast du das? Lily ist am Leben.
Lily ist tot! Ich habe den Bericht gelesen! Ich war auf ihrer Beerdigung! Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Lily lebt. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Aber wir haben keine Zeit für diesen Quatsch. Wir brauchen dich. Lily braucht dich. Sebastian? Du bist wach. Gut. Ja, super. Wo sind wir? Das ist eine unserer Einrichtungen. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Klar. So mächtig, dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Der Vorfall in der Beacon-Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Wir mussten mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Dem Geist eines unschuldigen Kindes. Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue Stem ein durchschlagender Erfolg. Bis vor kurzem. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lily verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die Stem-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Doch dann verloren wir den Kontakt und Stem fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Etwas, von dem Sie glaubten, es nicht geschafft zu haben. Sie können sie retten oder sterben lassen. Ihre Wahl. Viel Glück, Sebastian. Und bitte, versuch mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht. Aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Nein, danke. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde dich, sobald du Lily findest, damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da.
Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Bereit? Sei vorsichtig da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Stem Eintritt in 3, 2, 1. Evil Within 2. Ist das? Wo bin ich? Ja, und damit, Leute, nochmal ein herzliches Willkommen zu The Evil Within 2. Ich konnte irgendwann nicht herzlich willkommen so richtig sagen, weil das Spiel ja gleich losging. Aber wir befinden uns hier jetzt im, weiß ich gar nicht, im Nubius halt, also im Stem-System. Wir kennen es natürlich auch im ersten Teil. Das war die Big Nervenklinik, das war der erste Teil. Und jetzt, was, werden wir uns die Frage, ob wir jetzt unsere Tochter retten. Was? Oh Gott. Da hinten. Wir bekommen eine zweite Chance. Ich weiß, es ist schwer, aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Wo ist die? Es geht hier nur vor sich. Das wird wohl eine Frau gewesen sein. Detective, wir haben eine Meldung. Was ist das? Was es auch ist, uns wird ein Streich gespielt. Was zur Hölle? Kater. Keine Sorge, es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Dieses Konstrukt ist dein Zimmer. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone. Meine Erinnerungen, was? Wenn das so ist, wo sind dann meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Was ist das? Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja, sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den Stem. Sie stecken in Union fest und suchen auch nach Lily. Union? Die
Diese STEM-Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du. Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lily zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. Okay, Kapitel 2. Etwas liegt im Argen. Hoffman. Psychologie und Überwachung? Die könnte gerissen sein. Weitere Pflege, ein Teamsanitäterin. Ha. Das ist gut. Lily, dein Team. Und jetzt ich. Wir sitzen alle im Stamp fest. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sie nicht einfach alle aus ihren Wannen nimmt und aufweckt. So funktioniert das nicht. Ohne Kern sind wir aus dem System ausgesperrt. Entfernen wir jetzt jemanden mit Gewalt aus dem Stamp, würde sie das töten und ihr Bewusstsein wäre drin gefangen. Großartig. Mobius hat ja einen wunderbaren Plan B. Das Offensichtliche zu kommentieren beschleunigt das hier nicht. Du musst Lily finden. Sonst werden sie, du und jeder andere dort drin sterben. Baker, der Anführer. Ich sollte versuchen, ihn zuerst zu finden. Okay. Kampfspezialist, ja. Er hat auch eine Waffe für mich. Harrison. Kampfspezialist. Hoffentlich kommt er alleine klar. Sykes. Techniker. Wurde zumindest an Kleinfeuerwaffen ausgebildet. Ja. O'Neill. So viele Techniker. Wahrscheinlich haben sie nicht mit Problemen gerechnet. Zeitung? Was? Da hat Lily mich gemalt. Es ist mit dem Rest zusammen im Haus verbrannt. Meine erste Belobigung fühlt sich wie ein anderes Leben an. Vermutlich, weil es das auch war. Ja. Können wir was am PC machen? Nö. Okay. Gut, dann war's das jetzt wohl hier. So war das Kind. Okay. Aber jetzt habe ich immer noch keine Knarre. Ich kann mich aber ducken. Oh, eine schwarze Katze. Eine Katze? Ich hatte doch noch nie eine. Liebes Kätzchen. Ein Dia-Projektor? Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit? Dia, als Relikt aus der Zeit des Handykameras, sind Dias hauptsächlich in Häusern von älteren Menschen und staubigen Boxen bei Immobilienverkäufern zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer angesehen werden. Aus dem Weg, Kätzchen. Ich muss mir was angucken. Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Sagen. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Du hast mich schon einmal angelogen. Unsere ganze Freundschaft war eine Lüge. Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Äh.
Glimmer Skill. Es ist ekelhaft und kommt gewöhnlich von toten Gegnern. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fähigkeiten verbessern. Danke, Kätzchen. Was denn? Hast du noch was für mich? Ein Spiegel. Wie ein Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein. Wäre eine normale Tür zu viel verlangt gewesen. Speicherterminals. In Speicherterminals kannst du deinen Fortschritt jetzt speichern. Du findest ihn in Unterstüpfen. Und Sebastians Zimmer. Mhm. Speichern. Das macht er ganz gerne. Die Wand ist leer. Oh, Kätzchen, ich werde dich da mal allein lassen, ne? Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Ganz genau.